Diesem Video mal an, warum Arrays eigentlich eine fixe Größe haben. Die meisten nehmen das so als gegeben hin und diesmal schauen wir uns den Hintergrund an, warum das überhaupt so ist. Also, nehmen wir an, wir haben ein Integer Array mit der Größe 10. Wir müssen ja beim Anfang die Größe entsprechend angeben. Und ein Integer hat jetzt 32 Bit. Und wenn wir ein Integer Array mit 10 Elementen anlegen, dann braucht das einen zusammengehörigen Speicherbereich von 320 Bit, also 40 Byte. Und ein Array in .NET, in C#, ist eigentlich eine Klasse, das heißt, es gibt auch noch zusätzliche Metainformationen, wie zum Beispiel die Länge des Arrays. Also wir haben das Array und wir haben zum Beispiel die Länge als entsprechende Information, die auch gespeichert ist. Und jetzt können natürlich hinten weitere Variablenwerte stehen. Und deswegen muss das entsprechend ein zusammengehöriger Speicherbereich sein. Denn wenn wir uns jetzt anschauen, wie auf ein Array zugegriffen wird, wird das hoffentlich gleich klar. Also, wenn wir das Array zum Beispiel an der Speicheradresse 4711 stehen haben, dann ist das hier dieser Start. Und nun, wenn wir an die zweite Stelle zugreifen wollen, also den Index 2 besser gesagt, dann rechnet der Computer einfach Folgendes, er nimmt die Startadresse, die 4711, und sagt, okay, es ist ein Integer-Array, ein Integer braucht 32 Bit, also rechnen wir 2 mal 32 dazu. Dann sind wir hier und das ergibt nach Adam Riese eine Speicheradresse von 4775 und nun liest er die nächsten 4 Byte, also die nächsten 32 Bit und das macht er eben deswegen, weil er weiß, er muss einen Integer lesen, weil es eben ein Integer-Array ist. Und diese Rechnung funktioniert nur, also Startadresse plus Index mal Anzahl des Speichers, den der Datentyp benötigt, funktioniert eben nur, weil wir einen zusammengehörigen Block haben. Und wir können ein Array jetzt nicht beliebig verändern, weil hinten natürlich weitere Variablenwerte stehen können von anderen Variablen und wir ja nicht sicher sind, dass hier noch Platz wäre. Und deswegen lässt sich ein Array auch nicht einfach so vergrößern. Ein Array vergrößern heißt im Endeffekt ein neues Array anlegen, einen größeren Speicherblock belegen, reservieren und dann die Werte rüberkopieren. Damit diese Rechnung, die hier rot umrandet ist, einfach in allen Fällen funktioniert, denn das ist auch der Grund, warum der Indexzugriff, also der Zugriff auf eine bestimmte Stelle in einem Array entsprechend schnell ist. Immer gleich schnell, egal wie groß das Array ist, egal ob da 10 oder 2 Millionen Elemente drinnen sind. Diese einfache Rechnung dauert immer nahezu gleich lang und gibt uns eine super effiziente Laufzeit. Also, das bringt hoffentlich etwas Licht ins Dunkel, warum Arrays eigentlich eine fixe Länge haben und wir diese nicht beliebig verändern können, zumindest nicht, ohne dass wir ein neues Array machen und die Werte entsprechend rüberkopieren.